Heute habe ich wieder für euch eine Neuheit aus dem Jahr 2016 und zwar aus der eigenen Kreation von Tosh Pyro, die Bombenrohre. Leider stehen hier keine Effekte drauf, aber es ist immer markiert Rohr 1, 25 Gramm NEM. Das Schöne hier daran ist, es ist Zusammenarbeit mit PyroGoPyro, also eine österreichische Firma, die sehr qualitativ hochwertige Artikel herstellt. Das Rohr Nummer 2 hat ebenfalls 25 Gramm. Das dritte Rohr auch. Und das vierte Rohr müssten auch 25 Gramm drin haben. Ja, die haben alle gleich viel NEM. 30 mm Kaliber. Das Mustervideo von Tosh Pyro sah Weltklasse aus. Das sah so aus, als ob die Diamond-Bombenrohre dagegen nichts wären. Aber es war halt nur ein Produktvideo. Und man kann 50 mit 30 mm rein theoretisch nicht vergleichen. Mal gucken, was der liebe Tosh Pyro uns da so präsentiert. Und das werden wir gleich auch herausfinden. Wünsche euch viel Spaß beim kleinen Test dieser kleinen Bombenrohre. Tosh Pyro Bombenrohre, das erste, also Nummer 1. Fetter Zerleger, war wirklich Mordszerleger und Riesenausbreitung. Machen wir direkt weiter mit dem zweiten, also Nummer 2. Auch wieder ultralauter Zerleger. Schönes Bouquet. Kombination hat mir sehr gut gefallen. Jetzt kommt Nummer 3. Auch sehr schöner Effekt. Silberperlen mit blauen Sternen drin. Und zu guter Letzt Tosh Pyro Bombenrohr Nummer 4. Auch sehr geil. Die sind nur zu empfehlen, die Bombenrohr, und für den Preis sowieso absolut geile Teile, die der Tosh Pyro da rausgebracht hat.